Ja, hallo und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von IM Kong und ich begrüße euch wie immer recht herzlich. Schön, dass ihr wieder da seid, hier zu New World. Jawohl, ja. Ja, nach einer etwas längeren berufsbedingten Auszeit, sag ich mal, von nur knapp 2 Monaten, bin ich dann wieder da. Also, falls ihr schon Angst gehabt habt, ne, dass ich hier mit New World nicht weitergehen sollte, weil es eben halt Gerüchte gibt, das Spiel sei tot. Ich gebe zu, ist ein bisschen leer hier. Aber das macht ja nichts. Mir macht das Spiel trotzdem Spaß und deswegen spiele ich das auch weiter. Ich möchte zumindest tatsächlich noch so für mich die Maximalstufe erreichen, sage ich mal ganz doof. So, dafür... Hier ist wirklich sehr leer, ne? Schon abenteuerlich. Ja, außerdem, ihr seht es hier links unten. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Wir haben doppelt EP-Wochenende. Und ich habe außerdem ja auch noch reguläres doppeltes EP. Das heißt, ich habe tatsächlich vierfach EP. Und da kann man ja eigentlich nie Nein sagen. Ne? Da muss man ja quasi... Hallo, Bürger! So, ich wollte erstmal ein bisschen Holz und sonst Zeug loswerden. Stein, Farbstoffe, Möbel, Schmelzen... Ich weiß gar nicht mehr, warum ich den ganzen Plunder in der Tasche habe, aber ein bisschen leer machen kann auf jeden Fall nicht schaden. Wie ihr seht, habe ich mich auch bereits im Vorfeld ein bisschen umgezogen und angekleidet. Hier, ich lasse mal kurz einen Blick. Ne, das sieht doch gar nicht mal so übel aus eigentlich. Ne, so ein, wie ist das hier, so ein Pesthelm oder so. Ne, gepaart mit Vogel und Pirat irgendwie. Also, ne? Nett. Ich finde die Schultern scheiße, aber... Man kann ja nicht alles haben. So, und es geht hier natürlich jetzt auch gleich wieder los. Ziele verwalten mit I. What is it? Das hab ich irgendwie anders in Erinnerung, oder? Warte mal. Warte, Kompanie, Tagebuch, genau. Das Tagebuch, ne, wo es dann weitergehen möge. Der Ursprung des Sturms. Ich glaube, da wird es mit der Haupthandlung weitergehen. 1 von 20. Hm. Ne, wobei wir auch noch eine ganze Menge andere Dinge hier offen haben, wie wir hier ja schon sehen können. Allerdings wollte ich auch gleichzeitig mal die Map auftun. Ne, wo ich mich ja versucht habe, die letzten Male auch so ein bisschen zu orientieren. Ne, beziehungsweise zu gucken, wo es noch Quests gibt. Und da haben wir dann auch gesehen, unter anderem, ne, hier unten ist noch einiges. Allerdings... Stufe 14. Ich meine, okay, Doppel-EP und so weiter. Und da gibt es auch noch was zum Abgeben. Und ich könnte schwören, im letzten Video habe ich bestimmt erzählt, na ja, und dann mache ich hier und dann gebe ich da ab und dann gehe ich da so eine Runde. Was haben wir denn hier? Elite. Dummerweise steht an den Quests hier irgendwie kein direktes Level dran, ne? Bevorstehende Invasion. Was ist denn hier auf einmal los? Also ich meine, ich habe es hier gerade angesprochen, ne, dieses angebliche, oder was heißt angebliche, ne, dieses New World sei tot, weil es halt im Endgame ja nicht wirklich interessante Dinge gibt, die man machen kann. Angeblich. Ich weiß es nicht, ich bin noch nicht so weit und ich überlege gerade, ob ich mich hier hinporten soll. Per Schnellreise. Es gibt auch eine verfügbare Aufgabe und eine Aufgabenbereit zum Abgeben. Machen wir einfach mal. Komm, was soll's. Bling. Booty. Das Blöde ist, ich muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen ins Spiel reinkommen. Ich habe ja schon im Vorfeld nicht so übertrieben regelmäßig gespielt. Ja, und jetzt tatsächlich eine knapp 2-monatige Pause. Mein Gott. Ja, aber war nicht anders machbar. Ne? Ich hätte zwischendurch zwar auch einfach spielen können und hätte, glaube ich, mehrere Doppel-XP-Wochenenden mitnehmen können, habe mich aber dann letzten Endes dagegen entschieden, weil ich wirklich alles aufnehmen wollte. Ja, und auch jetzt, ihr seht es ja, ich habe die Kamera nicht an. Wir haben hier, oder beziehungsweise ich habe hier am Rechner gerade, ne, die Sonne ist gerade untergegangen. Und ich habe hier gepflegte 28,9 Grad immer noch vorm Rechner. Ich sehe auch dementsprechend fertig raus. Deswegen dachte ich mir, ja komm, lass die Kamera mal weg. Ne? Dieses Leid, ne? Das möchte ich hier, ne, euch nicht präsentieren. Wann war mal Tag heute?
Ja, wie das bei den meisten Gamern so ist, ne? Die wohnen dann irgendwie immer in Dachwohnungen, beziehungsweise direkt unterm Dach, ja, und das werden dann aus 30 Grad auch mal eben schnell, wenn ich gefühlte 52 Grad. Ne, gestern ist es sogar wieder passiert, da ist mir der Rechner einfach ausgegangen. Also der war einfach nicht zu. Na gut, aber macht man hier auch nichts gegen. So, jetzt lädt er hier erstmal ein bisschen rein. Und auch beim Starten des Spiels ist mir was aufgefallen. Oh. Ich wollte gerade schon erzählen. Und zwar hatte ich dann einen Fehler, irgendwie ein Verbindungsproblem oder ähnliches. Und dann hat das Spiel auch abgebrochen, weil angeblich komische Software gefunden, bla bla bla. Die Lösung war denkbar einfach. Also man musste einfach bei Steam einfach mal seine Dateien, Spieldateien überprüfen und in Eigenschaften, ne, lokale Dateien überprüfen oder sonst was. Dann macht er immer so einen Check und dann installiert er sich die Datei, die kaputt war, nach. Da war wohl ein Steam-Fehler gewesen. So, nur zu, ne, tritt näher. Hier erwartet dich ein unvergleichliches Spektakel aus diesem Wettstreit des Könnens und der Finesse. Geht nur einer der beiden Gruppen siegreich hervor. Bist du tapfer genug? Bla 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 bla. Was die Arena ist? Die Arena neu eingeführt. Überhaupt nichts für mich. Ne, das ist wahrscheinlich dann irgendein PvP-Gezumpel. Ne, nicht, dass das nicht auch geil sein könnte, aber. Warte mal. Wenn ich die Rede von Quests abgeben. Okay. Ne, 45 Grad rechts, nächste links, alles klar. Alles klar, das war nix. So, aber da hinten bekomme ich ihn schon angezeigt. Ein aufziehbarer Hase, war auch nicht schlecht. So, jetzt lass schon mal den ersten EP-Boost hier reinsickern. Sei mir gegrüßt, Marodeursgenosse. Ja, hallo. Wir werden niemals aufgeben. Und letztlich werden wir siegen. So sieht's aus. Boom. Ich find's ja echt ein bisschen lustig. Nee, aber genau diese Sache mit dieser Doppel-EP und so weiter. Ne, ich könnte jetzt natürlich dem Hauptstory-Strang so ein bisschen folgen und ich neige auch tatsächlich mal so ein bisschen dazu. Weil in den letzten Parts haben wir halt viele Nebenquests auch gemacht. Ne, unter anderem. Aber das ist ja auch nicht verkehrt, ne, mal die eine oder andere Nebenquest hier zu tun. Ich finde hier halt interessant, dass hier jetzt so nichts an Informationen rüberkommt. So, wir könnten sofort eine Erkunde, bla bla, Ausgrabung. Ja, da sind wir halt wieder bei, ne? Ausgrabung. Mein Gott. Ne, das ist hier nicht so, als wenn wir nicht irgendwie was zu tun hätten. Ich könnte natürlich auch. Ne, in diese Richtung hier gehen. Ins Fort nicht, aber... Schnellreise. Okay, diese Siedlung besuchen habe ich noch nicht. Da haben wir aber Schnellreise und ich könnte dann auch gleichzeitig Stufe 32 dann noch was erledigen. Knollen in der Ja, könnte man machen, ne? Also ich meine... Ach, aber auch. Komm, wir versuchen. Wenn ich draufgehe, weil ich so zu graupig bin. Weil ich habe mich ja jetzt ne, tatsächlich immer nur mit Low-Quests hier irgendwie beschäftigt und so weiter. Ne? Kann sein, dass wir dann so einen ernsthaften Gegner sage, krieg ich erstmal was auf die Fresse. Ja, okay, aber dann kann man immer noch ab- und ausweichen. Ne, aber jetzt wollte ich mal gucken. Ja, wollen wir mal was höher Leveliges hier irgendwie auch mal hinkriegen. Na, genau das Richtige zum Eingewöhnen. Was wollte ich gerade noch sagen? Ja, also ich habe zum einen die Kamera nicht an und zum anderen nehme ich hier gerade tatsächlich auch
Ja, offline auf ist jetzt auch nicht das richtige Wort, ne? Aber ich streame gerade nicht. Normalerweise habe ich New World ja immer so ein bisschen, also gestreamt. Und habe dann die Streams dann auch dementsprechend nach YouTube rübergeladen. Das habe ich diesmal anders gemacht. Und obwohl ich Twitch ein bisschen intensiver nutzen wollte oder gerne Twitch ein bisschen intensiver nutzen wollte in Zukunft auf jeden Fall, wollte ich jetzt, um hier wieder reinzukommen erstmal ins Spiel, ne, habe ich das Ganze jetzt erstmal für YouTube, ne, aufgenommen. Und ich sollte mir dieses Ne ganz schnell wieder abgewöhnen, mein Freund. Ganz schnell wieder abgewöhnen. So, wir sind nah dran. Ja, und laufen einfach mal in Richtung 2. Wie sie sich ja so gehört. Dahin. Ich glaube, da oben war ich auch schon mal drin gewesen. Und jetzt gucken wir da mal hier. Welche Wumme habe ich denn angelegt? Oh. Ich schieße sie ins Gesicht. Ganz vergessen hier die Donnerbüchse, ne? Das kleine. Hier, achte mal. Fum. 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 Ne, ich komme mal ein bisschen näher. Klar, ganz schön theatralisch, mein Freund. Pfum. Ich finde die Donnerbüchse immer noch total geil. Ja, mach an, Taschenlampe, ne? Grüne Adelphi. Okay, töte. Ach, okay, schau mal an. Dann bin ich hier so total richtig eigentlich. Hallo, mir wurde aufgetragen, dir ins Gesicht zu schießen. Quasi. Hier war nochmal ein Blom. Okay, jetzt habe ich aber ein bisschen schleddern lassen hier. Du kannst mir blöd kommen. Ja, ich habe hier den Rumsbums mit dem Schild geskillt. Trotzdem kurz vor der Verrecke hier. Warte mal. Gift ohne Ende. Okay, da wäre dann wahrscheinlich der zweite Schamane. Aber bin auch so ein bisschen truhengeil. So, ich springe mal hier meinen kleinen Freund ins Kreuz. Du bist doch einer dieser schamanistischen Schamanen hier, oder? Ja, mal gucken, ob keiner guckt.
Jawohl. Ja, und beim letzten Wochenende, da war ich auch schon, also kurz davor einzuloggen, weil da war irgendwie Waffenskill doppelt und so weiter. Und hier habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ne? Wobei, ja, okay, je höher die Leute vom Level her sind, desto besser ist das. Und wie ich sehe, können wir direkt da dann auch die Quest schon abgeben. Läuft. Und Zeltlager. Ja, alles klar. Das ist auch so eine Sache, die ich schon wieder komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen hatte. Ne, da man ja doch vorsichtshalber das ein oder andere Zeltlager gerne mal aufbauen könnte, sollte, müsste. Hallo, Yagui, Kunbisch oder so. Ah, hast du die Schamanen bezwungen? Haha, die Knollen. Das ist die letzte Zutat. Jetzt kann ich endlich den Zauber-Tee brauen, um die bla bla bla. Boom, weiß Bescheid. So, du musst ein großer Krieger sein, wenn du die Schamanen der zornigen Erdkreaturen in bla 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 bla. Ne, machst hier kein Bild von. 400 und schon ist alles wieder so weit entfernt hier, meine Fresse. Nee, jetzt überlege ich gerade, komme ich denn hier am besten durch? Ja, Azotborn, das ist natürlich wieder so ein Elite-Ding jetzt hier. So, lass mich gucken. Ich müsste hier durch, dadurch, um in diese Richtung hier zu kommen. Oder hier unten durch, allerdings. Nee, ich mach mal wie folgt. Ich mach mal hier so einen Wegpunkt hin. Ja, am besten, ja, empfohlene Stufe 55. Ja, toll. nee, dann muss ich versuchen, hier wirklich durch die Pampa zu rasen. Und immer wieder sariert, ne? Ich könnte echt eine kleine Minimap hier gebrauchen. Okay, müsste aber der richtige Weg sein. So, also ein bisschen kämpfen auf dem Weg. Ist jetzt auch nicht so das Problem. Vergessen. Ich habe hier sogar Power-Aktion. Guck, guck. Dumm. Ja, da kannst du dich buffen und plustern, wie du willst. Ja, außerdem sieht mein Schwert total sexy aus. Hauptsache, ich bin am richtigen Weg. Ne? Ich gucke, ich bin am richtigen Weg. Komm, jetzt so. Jetzt wieder ich. Wobei letzten Endes, ich finde es echt ein bisschen schade. Ich habe auch so im Bekanntenkreis oder so leider irgendwie überhaupt gar keine Leutchen, die sich New World gegönnt haben. Ja, wobei, ich finde das ja total lustig. Also dafür, dass man auch keine monatlichen Kosten im Prinzip hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ein Pay-to-Win ist es ja jetzt nicht unbedingt. Also ich sag mal, seine Quest, die kann man ja ganz bequem abspielen. Ne? Wir haben viele Leute, die sich das Spiel damals gekauft. Das Spiel ist allerdings auch immer noch übertrieben teuer, wie ich finde. Also kostet immer noch knapp um die 30, 40 Euro. Ich glaube, durchschnittlich waren es irgendwie 35 oder so.
Nee, da finde ich, da hätten sie mit wirklich mal ein Angebot raushauen sollen, um dann auch neue Spieler also wieder ranzuholen, weil die alten Spieler, das sind meistens dann so diese, ja, die Leute, die es überhaupt nicht abwarten konnten, ne, die dann auch gestreamt haben, ne, quasi 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ne, die dann irgendwie innerhalb von 2 Wochen hier komplett durch waren und, also ich meine, guck mal auf Twitch, ne, da ist das Spiel tatsächlich komplett out, keiner spielt das mehr, weil, ja, ist alles schon passiert, ne, oder alles schon mal gemacht worden. Hat er Kresse? Nein, der hat sich Wasser genommen, ne, der Knaller. Ja, wollen wir den Pflückvorgang aber auch nicht vergessen. Aber bist du für einer? Rumsbums. Ja, hier, komm her, ich bin Captain Iglo. So, da geht es nicht weiter. Ja, das sieht mir ziemlich steinig aus. Ja, aber angenommen, ich würde jetzt hier hart links dem Fluss entlang, glaube ich. War das die Deutung der Botschaft? Nein, falsche Richtung. Die Richtung besser. Besser. Angel. Ja, und ich kann es nicht anders sagen. Also ich habe mich tatsächlich gefreut, als ich hier vorhin eingeloggt hatte. Wie gesagt, ich hatte dann dieses Verbindungsproblemchen, weil es aber schnell gelöst werden konnte. Ne, ich habe das Spiel auch immer versucht, up to date zu halten und ich finde es nach wie vor. Also macht mir der Questvorgang hier zumindest mehr Spaß als bei Warcraft. World of Warcraft. Ihr wisst ja. Ne, und ich fange jetzt auch so, ne? Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das wieder weg. So langsam jetzt den normalen Gaming- und Spielbetrieb hier wieder aufnehmen. Und das waren ja wirklich viele Spiele, die ich dann auch so wirklich mittendrin erstmal rausgenommen habe. Ne? Ich war ja hier Classic am Spielen, also Warcraft Classic. Ich war den aktuellsten Patch am Spielen mit Cereth Mortis. Ey, solche Sachen bleiben hängen, ja. Wobei ich da wirklich noch im Überlegen bin. Ich glaube, ich war da ja auch schon größtenteils durch. Ich habe da nur noch eine Sequenz oder so. Habe ich da irgendwie nicht gemacht. Aber haben wir den Kerkermeister nicht sogar schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das zu dem Zeitpunkt noch nicht offen? Ich habe keine Ahnung. Naja, aber das ist trotzdem noch eine Menge anderer Dinge passiert. So hat zum Beispiel auch Blizzard, die ja zuletzt, ne, wie gesagt, ist schon 2 Monate her, die zuletzt sehr heftig in der Kritik standen. Ne, hier Dr. Fummel und so weiter, ne, ihr erinnert euch, Moment, das sieht mir aus wie Beeren, die will ich pflücken. Wurde in der Zwischenzeit dann aber hier Diablo Immortals fürs Mobile, also fürs Handy rausgehauen. Und die Besonderheit daran, wie ich fand, war, dass das aber auch auf dem PC gespielt werden kann. Also es ist über den Launcher tatsächlich dann so kompatibel. Es ist immer noch ein konzipiertes Handy-Game, ja, und dementsprechend, ja, ich sag mal, einfach gestrickt von der Bedienung her. Und ja, es ist ein Pay-to-Win-Spiel. Aber ich denke, ich werde trotzdem mal einen Blick riskieren. Also das werde ich mir nicht nehmen lassen. Und wenn es dann in einem angespielt nur endet, wollte ich da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. So. Na komm, hier. Wenn wir schon dabei sind, ne, dann hacke ich auch einfach mal einen ausgewachsenen Baum um. Einfach so. Ne, gibt ja auch EP. Und zwar gar nicht mal wenig, also ich meine jetzt für so einen Baum. Warte mal, da könnte ich hier noch mal. Hack. Ja, okay, das ist war doch kaum merklich. Dann kam es wohl doch eher durch die Kämpfe mit den buschigen Buben hier.
Ja, du meinst hier rumhupsen zu können, mein Freund? Oh ja, jetzt tatsächlich rumgehupst. Oder habe ich ihn schon... Ich habe ihn erwischt. Jetzt sehe ich erst hier die dicken Blümchen, die ich natürlich auch abernten werde. Ne, eine schleimige Schnörkelkappe. Ne, der Name alleine schon. Ne, da könnte ich auch hier im Real Life, ne, wenn ich durch den Wald gehe und eine schleimige Schnörkelkappe sehe, da könnte ich nicht an mich halten. Vor allem nicht, wenn die hier fast einen Meter Durchmesser hat. Ne, der Pilz, der wird Preise gewinnen. Obwohl, das sah ja mehr wie eine Pflanze aus. Aber okay, ne, um Kleinigkeiten wollen wir uns nicht streiten. Ja, Moment, Wegpunkt haben wir gesetzt. Und jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Unentdeckte Landmarke. Reise dahin, um mehr zu erfahren. Ja, Totenkopf dran. Das sind immer so genau die richtigen Klamotten. Ich würde mal sagen, Webermoordorf. Ne, das ist es. Ja, weg. Wisst ihr, das ist, ich spiele momentan auch immer noch, ne, also es läuft gerade tatsächlich immer noch Dying Light 2 und da ist es genau umgekehrt mit der Maus, also mit der Karte, mit dem Greifen und Scrollen und den Markierungen setzen. Okay, das ist gar nicht mal so nah. Ja, okay, wir laufen los. Flip-flop. Und ich glaube, mit den ganz einfachen Klamotten hier könnten wir es sogar schon schaffen, ne, das nächste Level zu erreichen, ne, Stufe 43. Also ich versuche auf jeden Fall an dem Wochenende hier ein bisschen was mitzunehmen, was Level angeht. So. Genau, das Ding, da packt er sich jetzt in die Buchse. Okay, und jetzt heißt es Ewigkeiten in die Richtung. Ich mag aber auch die Gegner. Also das ist irgendwie die Grafik ist hier genau mein Style. Ja, auch wie das jetzt hier so dunkler wird, ne? Dieses alte, kaputte und ranzige. Blümchen. Komm, da gehen wir runter. Ich hol mir mal eben so ein Blümchen dann. So ein blaues. Den alten, gammeligen Baum. Ein junger Baum. Mhm. Einfach, weil ich es kann. So. Das sieht doch auch interessant und vielversprechend aus, ne? Orichalkum-Erz. Ja, kann ich nicht schallen. Ja, ich will jetzt nicht zu nah an dieses Dörfchen ran. Nein. Du musst dich auch überall bemerkbar machen, du Schlumpf, du. Aber hier glänzende Blümchen oder was auch immer das ist. Das habt ihr gesehen? Ich habe es nur im Augenwinkel gerade noch soeben wahrgenommen. Ne? Stufe bla, Elite mit 5er Gruppe. Nicht schnell weg.
Kommt hier die Textur gerade nicht nach, oder? Manchmal ist es komisch. Ja, aber mich würde es halt interessieren. Also ich meine, die Videos von New World bei mir, die werden ja verhältnismäßig gut, wie sagt man, frequentiert. Ne? Also die werden angeklickt, die werden geguckt, das finde ich sehr gut. Ne? Danke auch an dieser Stelle. Ne? Schön, dass ihr noch Interesse habt. Und mich würde aber auch interessieren, ne? Wie sieht das bei euch aus? Ne? Spielt ihr auch noch New World oder seid ihr überhaupt mehr so der Gucker? Also was haltet ihr davon? Also ich habe tatsächlich Leute, die bei mir Videos schon geguckt haben auch oder gucken, in den Kommentar halt reinschreiben, lol, New World ist tot. Der, okay, dann muss man ja das Video nicht gucken. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen, das ist jetzt kein Hate oder so. Also ich habe auch nichts gegen den Kommentar, ne, durchaus berechtigt, aber ne, solange Leute noch gucken und kommentieren, ist das Spiel für mich auch noch nicht tot. Ne, oder wie seht ihr das Ganze? Wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, man kann hier schön gerne Quests erledigen. Ich finde ein bisschen doof, dass viele Audiospuren hier scheinbar im Spiel existieren, aber ja, irgendwie verbuggt sind. Das heißt auch hier, ne? Mal gucken, mal gucken, quatscht. Endlich reist jemand die Straße entlang. Dann Textur. Dr. Leonie Roggeveen. Meine Frau Nora und ich möchten gemeinsam herausfinden, was wir in den Ruinen zutage fördern können, zu Studienzwecken. Wir sind Antiquare, Münzkundler und Gelehrte, um genau zu sein. Gleichfalls. Ich habe mich gefragt, ob du mir vielleicht helfen könntest. Weißt du, Nora und ich vertreiben uns die Zeit mit einem kleinen Spiel. Sie versteckt sich und hinterlässt mir zwischen den Relikten Hinweise, Knubbeleien und dergleichen. Aha. Ja, aber nicht so, wie du denkst. Als ich auf der Vega-Brücke im Norden nach ihrem letzten Hinweis gesucht habe, hat irgendetwas die Wächter aufgeschreckt. Ich kämpfe nicht. Könntest du die Hinweise suchen und mir bringen? Schau in Kisten und Truhen nach. Okay, das ist zwar Mogeln, aber ich könnte das für dich erledigen. So, Alligatoren drehen durch. Das klingt schon wieder total interessant. Ne? Aber da könnte ich... Das liegt ja quasi auf dem Weg dann auch zur Siedlung, wo wir auch mal rein müssen. Ne? Machen wir mal. Ne, wir benötigen den Schnellreisepunkt. Das Dörfchen, das sieht irgendwie schon ein bisschen runtergekommen aus, ne? Gefällt mir. Ich will jetzt nicht voreilig sein, aber so in erster Linie auch, dass das nicht so ein ummauertes Dingen ist, ne? Okay. Mir wirklich mehr wie so ein notdürftiges Dörfchen vor. Gefällt mir. So, ja, die Dinger, die sind ja auch nicht schlecht, ne? Immer zwischendurch. Und sieh mir in die Augen, wenn du mit mir redest. Boom, boom. Was ist dein Begehr? Warum war eine schon angeklickst? Man weiß es nicht. Ich war doch hier noch nie. Okay. Selbstverständlich nehmen wir dann hier auch erstmal die Quests an. Also gefällt mir so ein Moorgebiet jetzt hier irgendwie, ne? Ist tatsächlich auch mal was anderes. Mit dieser seltsamen Krankheit kann man den Leuten ihr Verhalten kaum verübeln. Aber Diebstahl? Alles, was nicht nied- und nagelfest war. Ja, seht ihr, das meine ich. Das ist doch keine Absicht, oder? Ja, vor allem einer. Also ich weiß nicht, wie bei euch ist, aber ich neige dann dazu, ne, dass das Interesse dann sofort schwindet, auch an dieser Quest, also dazu zu hören. Ich lese den Rest dann gar nicht, ne, dauert viel zu lange. Hat er jetzt noch kommen gesagt? Und dann neige ich dazu, einfach ne, weiter zu klicken. Als ich neu hier war, hörte ich Geschichten über eine Krankheit, die vom Moor verursacht wurde.
Nach 200 Jahren ist mein Gedächtnis ja. Darauf wollte ich hinaus. Läuft bei dir. So, Achtung, wenn es jetzt um irgendwelche Dorfquests geht, ne? Ich fürchte, du hast hier keinen guten Zeitpunkt für einen Besuch. Da habt ihr das auch? Das kann doch nicht sein, dass ich der Einzige dann auch bin, oder? Keine Ahnung. Mitten im Satz hört er manchmal auf. Das versuchen wir ja, aber Fisch ist hier im Moor unsere Hauptnahrung. Lecker Moorfischchen. So, das sieht schon mal sehr geschmeidig aus. Und da können wir sofort regeln. Kenne mich hier noch nie aus. Wobei das die komplett falsche Richtung war, aber ich kann vielleicht außen rum. Ob allerdings. Dass ich da nicht einfach so durchkomme. Oder? Ne, man ist ja hier auch verhältnismäßig schnell ersoffen. Schwein! Ich habe Angst gekriegt. Ja, dann würde ich mir auch einstecken. 200 Kilo Morchel hier. Ich find's lustig, einfach so der Gedanke. Ne? Ich erwähne es, glaube ich, auch irgendwie ständig bei jeder einzelnen eine Kackpflanze hier. Glänzendes wahrnehmen. Da gehen wir doch mal nah ran. Oh, Ektoplasma untersuchen. Blume. Jetzt wieder Ektoplasma. Folge der Ektoplasma-Spur. Ich habe da so eine Ahnung. Oh. Falsche Ahnung. Ja, und dann beißt mir bestimmt gleich so ein Alligator hier im Moor im Arsch. Hey, da schon. Alligatoren, die waren ja auch immer so eine Sache für sich, ne? Da musste man irgendwie versuchen, immer so seitlich zu stehen, aber die sind auch Elite, oder? Der kommt mir schon ziemlich elitär vor. So, Mr. Schnappi. Und dann kann ich die auch noch auseinandernehmen.
Schnappi. Ja, jetzt im Jamba-Sparabo. Ey, da hat wieder einer sein Ektoplasma hier ins Gebüsch gelegt. Ja, und wir sind derjenige, der da anfassen muss. Ne? Ist da. Ja, alles muss angefasst werden. Da, ah, ich habe da einen Schweben sehen. Ja, so weit ist es bei mir noch nicht. Lesen. Ich finde ja eigentlich sehr gut, oh, dass sie das hier gemacht haben mit diesem Lesen. Hier mach doch mal so eine Lumpschrolle, du Spaten. Ich war total überfordert jetzt, beziehungsweise überrascht. Auf, du Geier. Bück dich. So, jetzt auf 3 war Essen. Okay, scheint er auch schon erledigt zu sein. Oh, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Richtung. Und auf dem Weg dahin machen wir so einen Umweg, ne? Hierhin, dahin, zurück. Irgendwie so machen wir das. Fischige Plage. Besiege die Schuft. Oh, das sieht aber. Ich will immer sagen, jetzt sieht immer so tief aus, das Wasser. Jetzt zu viel, oder? Moment, da muss ich anders rangehen, irgendwie falsche Richtung. Ich habe hier irgendwie gerade so ein leichtes Orientierungsproblem. Ich dachte, wenn es hier nicht geht, weil es irgendwie direkt zu tief ist, ne, dann nicht vielleicht hier über so ein so eine kleine Insel. Weil so klein ist das gar nicht. Ne? Hey, Gefahr. Gebe zu, ein bisschen doof ist das jetzt so rein logistisch betrachtet. Aber auch fies, ne? Also das hätte ich jetzt aber erwartet, dass ich hier dieses Stückchen da rüberkomme.
Oh, Meuchelflücke. Okay, dann andersrum. Ne? Also geplant war ja eigentlich der Weg hier mit dieser Quest, ne? Aber jetzt kann ich ja mir die andere da ruhig abholen. Sickerstein. Ein flüssiger Stein, der beim Draufhauen klopfen kann. Wundervolle Sache. Der bringt Skillpunkte. Magisch. Ob ihr glaubt oder nicht. Ich glaube, wir liegen verhältnismäßig gut im Zeitplan. Ja, auf jeden Fall kann man hier nicht meckern. Also hier kommt echt More-Feeling auf, oder? Also für den Namen gibt es schon wieder einen Pluspunkt und einen direkten Abzug dafür, dass ich ihn nicht sehen kann. Samuel Worthington Bloodgood, der Dritte. Du musst hart gesotten sein, an solch einem Ort einfach allein umherzustreifen. Ich wage sogar zu behaupten, dass du mit einer Waffe gut umgehen kannst. Was hältst du von einem kleinen Wettstreit? Genau, der Typ, der nicht zu sehen ist und sich nicht reinlädt, ne, der, da funktioniert aber die Audiospur hier. Eine Jagd natürlich. Wir beide werden in die Sümpfe ziehen, um die wildesten, gerissensten und stärksten Bestien dieses schwerenden Landes zu erlegen. So wie meine Vorfahren es seit jeher tun. Warum nicht? Aha, exzellent! Zuerst besorgen wir uns Trophäen von den größten Raubtieren, die diese faulen Sümpfe zu bieten haben. Bring mir die Häute von Fettsumpf-Alligatoren aus dem Moor. Und wie schon so oft zuvor, möge die Jagd beginnen! So sei es. Wobei. Ne, 1, 2, was ist jetzt näher? Fischige Plage, Schufte. Stufe 40, ah, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin doch schon über 40, also eigentlich dürfte es kein Problem sein. Ich würde aber trotzdem nicht hingehen. Eins. Die Eins hat gewonnen. Du. Pflanze. Hanf, ne? Okay. Seilenmatt und blasenfrei. Bis heute, ne? Also bereue ich nicht meine Wahl, ne, mit Schwert und Schild. Thank you.
So, ein bisschen Klopf-EP. Ich wundere mich gerade, dass ich die 1 nicht angezeigt kriege. Ah, ein Schuft! Wir sind also mitten drin. Nimm das, du schuftiger Schuft. Oh. Ich gehe an deine Kiste. Ich wollte mich gerade wieder total fröhlich dazu äußern, wie wundervoll einfach und leicht die Gegner hier weggeknüppelt werden. Aber dann sage ich auch gleichzeitig wieder, oh, okay, 31, ne? Wo ich dann aber auch wiederum sagen kann. Ich finde es schön, dass man so eine Quest, die eigentlich ja wieder rund unter einem ist, trotzdem dann so erledigen kann und die EP doch ausreicht. Und wenn es auch beim Vierfach-EP-Event ist, dass man hier Fortschritte erzielt. Ne? Also, mir gefällt's. Ich will ja hier jetzt nicht vergleichen oder andere Spiele schlecht machen oder das hier überflüssigerweise loben oder so. Ich verstehe nur tatsächlich diese Abneigung bei vielen. Ich will schreiben, ah, tot, was sollen wir tun? Und man muss sich auch vor Augen halten. Also ich meine, hier programmieren ja täglich. Also hier sind ja täglich Leute. Ein ganzes Team arbeitet ja dann hier dran. Ständig. Und das ist ja nicht so, als wenn es nicht auch andere Spiele gäbe, die diese Probleme alle auch schon mal hatten. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen wundert mich so ein bisschen, dass man das hier irgendwie nicht so richtig auf die Kette kriegt, das Ganze ein bisschen sympathischer zu machen für die anderen Spieler. Man weiß ja, woran es liegt. Ne, oder... Ne? Ist es die Tatsache, dass New World ursprünglich mehr so als PvP-Spiel gedacht war oder auch konzipiert war, aber das PvP keinen Spaß macht? Ich meine, ich habe es ja noch nicht mal selber gespielt, also ich kann es ja gar nicht beurteilen, aber ich bin auch nicht der Typ, der jetzt irgendwie dann total drauf geiert. Also vielleicht ist das ja der Fall gewesen. Ne? Ja, die Leute sagten, ne, PvP-Spiel, dann wurde das ein bisschen... Ja, mehr angepasst für so Casual Gamer wie mich. Ne, und deswegen sind die Hardcore Overpro Gamer, ne, die sind jetzt ein bisschen knatschig, weil sie kein richtiges PvP-Spiel gekriegt haben. Man weiß es ja nicht. Information, das wollte ich vorhin übrigens sagen. Ich finde die eigentlich total geil, dass die in diesem Spiel so viele Hintergrundinformationen auch, also ich meine, da steckt ja auch nicht nur Arbeit hinter, das ist ja, ne, das verleiht so einem Spiel ja doch so eine gewisse Tiefe eigentlich, ne, aber hier ist es dann auch wieder so gemacht worden, ne, dass man die Notwendigkeit gar nicht hat, dass man das liest, ne, also das sind wirklich dann so Hardcore-Fans, ne, die drücken da vielleicht drauf. Finde ich auch ein bisschen schade. Also ich meine, ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, aber ich würde doch schon sagen, ne? Kleiner Fanboy. Vielleicht mag ich das Spiel im Moment aber auch nur so, weil hier so wenig los ist. Ja, und nicht irgendwie alles total überlaufen ist von irgendwelchen, ja, soll man sagen, Leuten. Mir ist die Aussage durchaus bewusst, ne, in einem MMORPG. Ja, aber ich war immer schon ein Freund davon, dass man solche Spiele spielen kann und das Ganze alleine machen kann. Ein Schuftghoul. Na komm, gehen wir mal näher ran. Ja, gehen wir mal gucken. Warten wir noch eine Sekunde und dann bekämpfe ich dich. Und dann schieße ich dir gleich ins Gesicht. Oh.
Ja, saug du dich ruhig mal wieder voll. Ich hab den hier. Bums. Ich hab so viel Spaß mit der Wumme immer noch. Ne? Man hat jetzt wirklich 2 Monate lang habe ich nicht gespielt und ich freue mich darauf, diese Dinge auszupacken. Ach ja. Ja, ein bisschen krank ist das schon. So, sprich mit. Würde ich mal fast sagen, haben wir das schon fast erledigt hier. Wundervoll. Ich drücke, wie gesagt, immer den falschen Knopf. Beschaffe Kräuter und besiege Wächter im Gebiet. Vega Brücke Süden. Oder ich gebe die 2 Quests ab, hab wahrscheinlich mein Level ab und mach beim nächsten Mal weiter. Ho, 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 ho. So, was haben wir denn hier? Gebietsruf. Ja, den nehmen wir natürlich auch mit. Ne? Was ist für uns gut? Ruf zu gewinnen ist immer was Tolles. Sammeln. Ja, mehr Ruf ist mehr gut. So, bring mich da hin. Da ist. Einmal quer durchs Moor. Ja, und ganz nebenbei, einfach nur, weil mir gerade so ein bisschen Gesprächsstoff ausgeht, das Video sich hier aber auch langsam dem Ende nähert, habe ich mir tatsächlich viele andere Spiele hier auch installiert. Oder nicht nur installiert, sondern auch tatsächlich schon vorproduziert, also aufgenommen. Die sind schon, ja, die sind schon fertig. Ich habe sie schon hochgeladen. Alles, was ich machen muss, ist nur noch eine Videobeschreibung, Thumbnail und so weiter. Ne, die waren ursprünglich geplant, zwischendurch rauszuhauen. Ne, und letzten Endes habe ich mir dann aber auch gedacht, ja komm, mach's einfach regulär. Ne, also ganz normale Video. Ne, im Normalbetrieb. Bumm. So, und da kann ich euch sagen, ne, da wartet schon der eine oder andere Klassiker auf euch. Ne? Ob euch das interessiert, ist jetzt wieder ein anderes Ding, ne, aber zwischendurch, ne, ja, wie gesagt, arbeitsbedingt habe ich nicht viel rausgehauen hier an Videos. Das ändert sich ja jetzt wieder, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht gespielt habe. Ja, und da kommt, wie gesagt, noch einiges. So, jetzt gehen wir erstmal hier gucken. Wobei, war da der das? Steh gerade und sieh mir in die Augen, wenn du mit mir redest. Gar nicht. Was ist dein Begehr? Ja, dann rede ich nicht mit dir. Au, husten. Was ist los, Klaas? Oder Klaas? Ja, sehr. Ja. Was hat denn das bitte für einen EP-Boost? Ja, vierfach halt, ne? Wobei selbst der Doppelte ist nicht ohne. Und ich werde, wie gesagt, ne, an diesem Wochenende versuchen, du bist zurück. Ne, das Ganze ein bisschen auszunutzen. Halbe Level schon wieder. Ja, halbe Level ist übertrieben. Ne? Ein Drittel. Aber trotzdem, ne? Das ist doch schon ein Wahnsinnsfortschritt. So, jetzt drücke ich nochmal hier auf K, denn wir haben ein paar Punkte zur Verfügung. Und da muss ich jetzt wieder überlegen. Es ist ja auch immer so ein bisschen, was wir anlegen. Aber ich glaube, Bums. Den kann man auf jeden Fall schon mal zuweisen. Das variiert ja hier teilweise so heftig, ne? Den mache ich einfach mal voll. Ich glaube, weiß gar nicht, auf 150 muss man kommen. Ich glaube, den muss man, oder warte nur 120, da muss ich echt nochmal nachgucken. Der Rest war dann hier wirklich in Konstitution und Ausdauer. Da legen wir dann auch sofort mal wieder ein paar Pünktchen rein. Hm?
So, zuweisen. Charakter, ja, alles klar. So, dann gucken wir mal auf die Waffen. Ja, die Donnerbüchse, die habe ich gut hochgeskillt tatsächlich, genau wie Schwert und Schild. Ich ärgere mich ein ganz kleines bisschen, also wirklich nur ein ganz kleines bisschen, dass ich nicht eingeloggt hatte zur Zeit, als das zusätzliche EP gab. Wobei, so schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Also dann habe ich später noch was zu tun. Selbst wenn wir Maximallevel erreicht haben und ich habe auf immer Bock, hier einfach irgendwelche Bäume zu fällen oder irgendwelche Meucheln zu pflücken, da kann ich genauso gut auch diese Waffen hier nach und nach so ein bisschen nachskillen. Sag ich jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Wir haben jetzt eine knappe Stunde hinbekommen und ja, ich könnte auch noch weiterspielen. Muss aber allerdings noch ein bisschen was anderes aufnehmen. Ne, finde das also sehr produktiv, was wir hier heute geschafft haben. Ne? Ein bisschen haben wir machen können. Ein Level haben wir erreicht, ne? 43. Ich bin fest davon überzeugt, wenn ich morgen oder vielleicht auch nachher, ich bin mir noch nicht sicher, das nächste Video aufnehme, schaffen wir auch die 44, vielleicht sogar auch die 45, ne? Zwinker, zwinker, einfach mal schauen. Und ich werde mir dann überlegen, ob ich dann eventuell den Stream anwerfe. Ach, guck mal. Ja, die Äuglein, die glühen ja hier. Schön, ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Zwischenablageverlauf kann nicht angezeigt werden. Falscher Knopf, ne? Okay. Nee, ist auch wieder bei den ganzen Spielen, ne? Diese Unterschiede, ne? Wo, wann und wie man das Interface ausblendet. Ja, Freunde, ich werde es jetzt hier kurz und schmerzlos machen. Ich werde jetzt an dieser Stelle hier ausloggen und morgen wieder einloggen und dann werden wir mal ein bisschen weitermachen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall schon mal für euer Interesse, fürs Zuschauen, ne? Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Worte in den Kommentaren hinterlasst und ja, wie gesagt, ich habe ja ein paar Fragen gestellt. Ne? Spielt ihr auch noch New World? Was haltet ihr von diesem, ne, New World ist tot Dingen? Ne? Guckt ihr trotzdem noch? Spielt ihr selber auch noch? Lasst ihr euch gar nicht beirren? Ne? Oder ja, ne, wenn ihr sagt, ne, New World ist tot, sagt doch einfach mal warum. Ne? Was passt euch denn an dem Spiel nicht? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Okay, die Entwickler wahrscheinlich auch, aber ne, würde mich mal interessieren. Weil ich habe hier echt meine Späßchen. Kann ich gar nicht oft genug sagen. So, den hier blenden wir jetzt auch mal ein. Und wie gesagt, ich glaube, alles wäre gesagt. Ne? Ja, schön. Nö, boah, dieses Nö, das geht mir in diesem Video hier unglaublich auf den Sack selber. Ganz schnell muss er wieder weg. Freunde, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Ne, abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch nicht getan habt. Daumen nach oben, alles wird dazugehört. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich bin der Chris von I Am Korgen und ich sag mal, bis dann. Nö? Ne?